Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Silber Edition Soul Silver. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben und haben im letzten Part den Leuchtturm erkundet, haben dort Jasmin getroffen, die sagt, ja, mein Pokémon, also das Amphi, ist krank und deswegen brauchst du Medizin, aber ich kenne die selber aus dem Haus, deswegen, naja, müssen wir jetzt für sie nach Anemonia City, okay, der Name ist so scheiße, hinschwimmen und ja, die Medizin besorgen. Oh mein Gott, es ist schon echt spät. Ich sollte echt nicht weiter aufnehmen. So egal, ich gehe trotzdem weiter aufnehmen, einfach weil ich Lust habe. Du musst erst aufhören, bevor du schwimmen gehst. Das weiß doch jedes Kind. Aufwärmen. Um dann noch einen Kälteschock zu kriegen, am besten noch. Ja, das wäre auch mal eine ganz coole Idee, aber ganz ehrlich, genau wie ich es geplant habe, Marvin wird jeden wegfisten, den er sieht. Ich dachte jetzt eigentlich vorher geheilt, die Pokémon, aber okay. Können wir auch so machen. Marvin kriegt jedes Blatt, selbst wenn er nicht geheilt ist. Marvin ist der härteste hier unter den Pokémon. Leider, aber das wusstet ihr wahrscheinlich noch nicht bis heute. Das ist ein Fakt, den ich erst gerade so erfunden habe. Einfach mal so, um vor euch anzugeben. Und jetzt, ja, zeigt er gerade, wie er allen hier jeden wegfisten kann, den er sieht. Oh mein Gott, ist Marvin krank. So, fangen wir doch mal an zu schwimmen. Und natürlich gibt es auch Pokémon im Wasser, ist natürlich ganz klar. Ein Tentara. Scheiße, wir brauchen Dragonier. In solchen Fällen brauchen wir Dragonier, um es erstmal anzuschwächen und dann kommt der Fangmodus. Nebenbei zu der Methode, die er Marvin bislang immer hatte, um das Fangen zu erleichtern mit diesem Roter B. Das funktioniert nur bei bestimmten Pokémon anscheinend. Also manche Pokémon klappen nur mit meinem Trick, mit dem hier, wo man auf die A-Taste drauf smasht. Und es gibt Pokémon, da funktioniert das nicht. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Typ Pokémon Tentara ist, ob das klappt mit dem normalen Trick von Marvin. Na gut, er hat geklappt. Hier ging es mal, aber es gibt harte Pokémon, da geht das nicht. Milchang beispielsweise ist so ein Pokémon, das klappt nur mit meiner Methode. Keine Ahnung warum. Frag mich das doch nicht. Ich habe doch absolut von gar nichts eine Ahnung. Ich habe absolut von nichts eine Ahnung. Warum mache ich eigentlich auch YouTube? So. Schwimm an ihr vorbei. Oder mach sie am besten fertig. Gehst du nach Anemonia City? Wie war es mal mit einem kleinen Kampftraining? Du weißt schon, dass du gleich von hier Marvin weggefistet wirst. Oh mein Gott. Marvin. Du wagst ihn jetzt nie wegzuschocken, oder? Nein, Marvin, das verkneifst du dir. Marvin! Marvin! Er hat gewagt, er hat Donner eingesetzt. Oh mein Gott. Wie konnte er es nur wagen, es einzusetzen? Marvin, ich verstehe dich nicht. Du bist ein Killer. Du bist ein Killer. Okay, sie lebt doch, alles klar. Ich dachte schon, dass Marvin jetzt hier schon für den Tod der ersten Person verantwortlich ist. Pflücker, was zum Fick? So, dann wollen wir mal wieder aufs Wasser. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auch nichts verpassen. Weil es kommt jetzt gleich hier verschiedene Abzweigungen und... Wisst ihr was, Leute? Eigentlich wollte ich das für Weiterentwicklung machen, aber wenn wir schon einen Tentoxer vor den Füßen haben, dann holen wir es uns auch. Dann spare ich mir wenigstens das Fangen, das Trainieren. Ich bin ein Arschloch. Ach, willst du jetzt hier mein Pokémon festhalten oder was hast du vor? Tentoxer, weißt du was? Das ist mir so egal, weil du eh meine Falle gelatscht bist. Ach, Blubstrahl. Ich habe mich jetzt irgendwie ein bisschen an meine Platin-Zeit mit Blind vor. Naja, ich könnte mal wieder Platin machen, ne? Ha, bist drin, hier. Netzball, da bist du jetzt gefangen für immer. Netzball ist halt sehr schön bei Wasser-Pokémon. Die kann man schön damit einfangen. Danke übrigens für deinen Eintrag. Ich mag dich jetzt doch mehr. Ja, Box 1 ist jetzt langsam voll. Was kommt jetzt?
Level 24. Hey Marvin, kannst du es kurz mal wegschlagen? Es ist mir im Weg. Danke. Seht ihr, Marvin ist sozial sogar. Der haut mir die Feinde weg, die mir auf den Sack gehen. Das ist doch wenigstens zwar ein soziales Verhalten, also. Also wenn das nicht sozial ist, dann weiß ich nicht. Der guckt den an links. Was ist das für ein Horst? Da können Feinde lauern. Da könnten Assassinen sein. Und der guckt nicht hin. Ist der ein Idiot. Guck mal. Hier, Schwert. Oh, du bist ein Joghurt. Ah, was hast du da gemacht? Ich hab dir was in den Rücken gestochen. Ah, danke, Junge. Wait, what? Surfe dich auf deinen Pokémon. Schwimme gefälligst. Ich hab dich gerade abgestochen und du sagst mir, ich soll schwimmen. Was hast du für Probleme? Ich rede gerade wieder nur Nonsens. Muschas. Oh, das würde ich gerne haben. Am besten wäre es, wäre so jetzt der Cheatcode hier, dass ich Trainer-Pokémon fangen kann. Es gibt sogar wirklich einen Cheatcode, wenn jemand das machen kann. Damit kannst du ein Pokémon von einem Trainer einfangen. Dann heißt es nicht, sei kein Dieb, sondern dann sei ein Dieb, ne? Schreibt mal in die Kommentare, soll ich den Cheatcode mal benutzen? Oder ich kann ihn mal raussuchen und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ich ihn einsetzen soll. Wenn die Mehrheit sagt, ja komm hier, volle Kanne hier, mal alle Pokémon von den Trainern wegfangen, dann mache ich es gerne, dann fange ich gerne mal ein paar Pokémon von ein paar Trainern. Mal gucken, was wir so reinkriegen. Vielleicht so ein paar Pokémon, die man auf normale Art und Weise gar nicht kriegen könnte. Das hätte was. Ladungsstoß. Och Marvin, du bist geil. Darauf habe ich gewartet mit Ladungsstoß. Ladevorgang, verpiss dich. Jetzt haben wir etwas, was richtig weh tut. Vor allem im Doppelkämpfen, das ist so die schöne, das ist die schöne Zerfistung. Pokémon wechseln. Ich würde sagen, da jetzt hier Marvin hochgelevelt ist, muss Impagator stärker werden. Alle müssen stärker werden, oh mein Gott. Muschas. Magst du es, gebissen zu werden? Nein, ich liebe es, wenn du gebissen wirst. Wait, what? Er ist down. So, da haben wir es doch mal hinter uns gebracht. Pokémon. Jetzt schnell auf Impagator wechseln. Machen wir Impagator etwas stärker. Hey, da ist eine Trainerin, die schwimmt die ganze Zeit im Wasser. Die muss ja echt viel Energie haben. Ich brauche keinen Schwimmreifen. Ich halte mich am Wasser-Pokémon fest. Welches Wasser-Pokémon? Wo ist das? Ach, da unten ist es. Okay. Was ist das? Ein Stern, du Fuck. Stern, du. Das Ding will mich weglasern. Geh mal mit deinem Laser weg. Hier. Du bist weggebissen. Und jetzt einmal setzt doch Sternschauer ein. Ja, das hätte was. Sternschauer gegen mich. Naja, Sternschauer ist auch eine treffsichere Attacke, leider. Dem kannst du nicht kommen. Das sind Sterne, die einen verfolgen. Stalking-Sterne. Panzerschutz, nimm ich jetzt gerade irgendwie ein Schicki hier. Wenn du in... Darf ich mal ehrlich sagen, dass das ein Lappen ist? Oder dass sie ein Lappen ist? Wer nutzt ein Schutzschild, Alter? Was bist du für ein Noob? Oh Gott! Noch noobiger geht's dir mehr. Hier! Hast keine Chance. Naja. Machen wir Impagator mal sehr viel stärker. Da habe ich zumindest jemanden, der wirklich alles töten könnte. Wenn wir weiter so Fortschritt machen. Oh, Tentara! Hallo, wie geht's denn so? Bestimmt nicht gut, ne? Ich kann auch mir vorstellen, warum. Du wurdest gerade gekratzt. Säure. Wo hast du deine Säure eingeschert? War das gerade deine Magensäure? Wenn ja, igitt. So. Ich hab meine Idee, weil ich gerade Lust hab. Wo haben wir es denn? Oh, ich hab nur noch einen Schutz, verdammte Axt. Mal gucken, ob wir uns die 100 Blöcke retten. Dann kunden wir doch mal kurz diesen Inselbereich.
Das Wasser ist schön warm. Ich fühle mich locker und gelenkig. Natürlich gehe ich gegen dich an. Ja, den Bereich will ich komplett erkunden. Das ist mein Ziel sogar. Dafür würde ich den Let's Play Part sogar sehr mal stark strecken. Nur um dieses Ziel zu erreichen. So, Knoscher. Ich hätte mir vorher Superschütze mal kaufen sollen. Das Vieh lebt noch? Muschas! Lass es! Muschas! Muschas, kannst du 10er-Kombos schon feuern? Ach, du kriegst nur 5er-Kombos. Stell dich vor, ein Pokémon 10er-Kombos. Alter, da könntest du wirklich jeden auslöschen. Oh Gott, aber die Wahrscheinlichkeit hier... Du musst erwischen sogar noch geringer. Meine beste Chance fand es 1 zu 10. Dass man gerade das erwischt, was man braucht. Hier, bist gebissen. Gib mir deine XP. Krieg ich deine XP? Ja, ich krieg deine XP. Yeah, Tentoxer. Wie ich Tentoxer lebe. Nein, er ist nicht geklaut oder so. Nein, nein, das ist... Was unterstellt ihr mir? Ich klaue doch keine Sprüche. Ich töte lieber irgendwelche Pokémon, um mich hier stärker zu fühlen. Naja. Gehen wir weiter. Der Typ ist mir jetzt eh egal. Wasserstrudel. Meine Freunde und ich sind unterwegs zu den Strudelinseln auf Erkundungstour. Ja, aber da ist ein Strudel, da kommt ihr gar nicht hin. Nicht mehr ich komme hin. Karen, alles klar, ja, krasser Name, ne? Hier. Ich beiß dich mal, einfach weil ich Lust habe dazu. Und geschafft, so. Marvin, weil du schon, glaube ich, auch mal kämpfen willst. Wie Lust habt, dass der Bagato wieder die ganze Arbeit macht. Kannst du mal ein paar verprügeln? Zeig dir doch mal deine neue Attacke, die du gelernt hast. Du hast was Neues gelernt, der Ladungsstoß. Eine fast 100% treffsichere Attacke. Na, ich komme dann 9% trifft sie immer. Außer man hat irgendeine Ausweichtechnik. Aber ansonsten ist Ladungsstoß eigentlich etwas, was echt alles trifft. Niemand entkommt einem Ladungsstoß. Oder niemand entkommt einem Marvin. Hier, seht's euch an. Marvin und Hippagator. Ein Team, das echt nicht zu stoppen ist. Wow, Marvin hat schon fast Level 35. Aber ich kann ja bei dem Hippagator sprechen. Ein starkes Hippagator. Da, du, da, du. Was gibt's hier zu erkunden? Der Schutz ist over. Den Typen will ich besiegen. Den Typen will ich sowas von besiegen. Na, dann wollen wir doch mal. Ja, ich weiß, es ist bestimmt langweilig für euch alle, jetzt mit zuzuschauen, wie ich die ganzen Inseln umfahre und hier alle Trainer platt mache, aber... Das macht schon so seinen Sinn, weil wenn ich die jetzt alle platt mache, dann bin ich die wenigsten los. Weil wir müssen später hier sowieso nochmal vorbei und wenn die alle schon wenigstens aus dem Weg geräumt sind, dann... Ich sag nichts mehr. Ich könnte Kauder trainieren, aber ich glaube, das lasse ich jetzt doch lieber sein. Garados, das macht mir zu viel Angst. Verdammtes Garados, Alter. Aber dafür habe ich ja Marvin jetzt. Der wird mir dann später noch ganz große Dienste dafür haben, weil wir werden noch viele Garados vermöbeln müssen. Und ich meine, Marvin kann sie alle auslöschen. Es gibt kein Garados, was er nicht töten kann. Wie, glaubt mir nicht, dass Marvin Garados töten kann? Marvin, du musst mal kurz mal dem mal zeigen, was du kannst. Die glauben dir nicht, dass du stark bist. So, Marvin, schaffst du... Zeig dir doch mal, wie du schaffst, den mit einem Schlag zu töten. Na los, gib ihn einen Donnerschlag, töte ihn einfach mal. Und? Ich hab's gesagt. Er stirbt. Marvin ist ein Ass. Warte, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht die englische Bezeichnung jetzt heraus verstanden. Ich meine die deutsche Bezeichnung.
nicht die englische, weil jetzt ihr die englische denkt, dann seid ihr eindeutig Marvin-Hater und dann weiß wenigstens, wenn ich hier Marvin melden muss noch. Hey Marvin, du hast neue Hater. Er schöpft halt einfach den Kopf über Wasser und paddelt mit den Füßen. Dann bist du wieder quietschefit. Quietschfitty. Bei Wort, ich hab das Wort dir nicht verstanden. Aber funktioniert das wirklich? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bezweifle mal, dass der eine Aussage eine Wahrheit ist. Die habe ich ja, glaube ich, verarscht. Was bist du auch so verarscht hier? Jetzt wirst du zu Tode gebissen dafür. Das darf schon hier auf mir sitzen. Was hast du auch noch? Starmie. Starmie, mach ich platt. Paar Kratzer und dann ist es weg. Ein doppelter Stern, alles klar. Starmie, du bist unfair. Wow, 50%. Turbodreher, alles klar. Da fährt einer den Turbogang hoch. Wie viel Nitro hast du reingesetzt? Nein, das fiel keine Genesung. Nein. Du Arsch. Genesung ist uncool. Aquaknarre. Ist ja schon wieder abgespritzt. Abgespritzt. Ich lasse es einfach. Ich meine, ihr seht euch an, das Vieh ist tot. Es lebt nie wieder. Jetzt ist die Frage. Ich töte ihn erstmal. Guck mich an. Hey, guck mal, ich schwimme hier auf Pokémon. Die Inseln hinter den Studienbergen, doch bestimmt irgendein Geheimnis. Ja, das tun sie. Ich weiß, dass die Inseln ein Geheimnis haben, aber... Das jetzt ausdiskutieren... Oh, scheiße. Eine ganz blöde Idee, jetzt mit einem... Impagators anzugehen. Okay, Impagator, versuch's trotzdem. Bitte jetzt nicht vergiften. Oh Gott, bitte noch einmal. Und stirb mir nicht dran. Ach, Glück. Weil der hat, glaube ich, die Fähigkeit, mich zu vergiften, deswegen. Seht, davor habe ich ein bisschen Angst. Wenn es Nacht wird, sammeln sich Schwärme von Sterndu. Nahe der Küste von Oliviana. Ist das wahr? Schreibt das mal in die Kommentare, ist es wirklich so? Ein Zipper, oh cool, hätte ich auch gerne, hätte ich einen Seetra-King ganz schnell in der Hand. Ein Seetra-King, das hätte was. Das hätte wirklich was. Im Bagado kriegt das Level 36. Holy shit. So. Jetzt kommt natürlich wieder Marvin. Also ich werde jetzt wieder Marvin benutzen. Wir haben fast 20 Minuten, what the fuck. Nur für die Erkundung des ganzen Bereichs hier. So, bist weg. Haben wir es doch in uns gebracht. Geschafft, yeah. Jetzt mache ich Pokémon. Nein, ich gehe nie ans Telefon, verdammte Axt. Los, Marvin. Du bist dran. Gibt's hier noch einen Trainer? Da ist einer. Der hat sich so gut versteckt, ne? Willst du da auch die Geheimnisse der Studieninseln zu erkunden? Nö. Du willst die erkunden? Ja, ich will nicht. Ich habe keinen Bock. Ich habe andere Dinge zu erledigen, als mich damit zu beschäftigen. Oh, hält mir noch einen Krabi auf dem Hals. Ich habe auch keine Hobbys, ne? Hey, Donnerblitz. Sag dem Krabi auf immer Wiedersehen. Nein, es wird überleben. Nein! Ja, es ist vorbei. Nein. Ich bin weg. Jetzt werde ich euch schnell den West erkunden. Hier können wir durch. Gibt es noch hier irgendwas uns erkunden, bevor ich jetzt hier an Land gehe? Weil wenn ich an Land gehe, ist es vorbei. Ah, eine Trainerin haben wir ja noch. Die hat sich ganz böse versteckt. Das Wetter ist so herrlich. Ich bin richtig verzückt. Verzückt? Ach, alles klar. Na gut, was hast du im Angebot? Ein Jurap. Du bist doch so ein Wassereisvieh, ne? Wie geschaffen für Marvin.
Nicht Eissplitter. Eissplitter ist eine Erstschlagangriff-Attacke. Erstschlagangriff-Attacke? What the fuck? Mein Deutsch wird auch besser. Yep, es stirbt. Und down. Haben wir auch noch irgendwas mit Eis? Ich meine, wir hatten auch noch irgendwas mit Eis, irgendwann zu klären später. In irgendeiner Arena. Ich weiß aber nicht mal, welches war. Na, das finden wir so heraus. Erstmal gehen wir an Land. Und heilen erstmal unsere Pokémon. Wow, der Schutz wirklich mehr. Kaum sind wir drin, ist der Schutz weg. Ja, der Schutz wirklich mehr. Hallo Schutz, alles klar, ne? Na gut. Gehen wir kurz mal raus. Gehen wir dahin. Medizin bist du von mir? Der Pomitin wirkt jetzt sich gerade schwer verletzt oder krank auf mich. Wo drückt denn der Schuh? Ach so, es geht hier um das Pokémon vom Leuchtturm. Na klar. Die Medizin sollte genau das sein, was du brauchst. Hier, nimm. Nimm Geheimtrank, was richtig böse mit Gift und allem für mich ist. Mein Geheimtrank ist extrem stark. Ich gebe ihn nur raus, wenn auch wirklich Not am Mann ist. Alles klar. Und im nächsten Part werden wir in die Arena gehen, weil... Naja, die Sache ist die, wir brauchen eine ganz bestimmte VM, die ich kann es nur benutzen, wenn ich die Arena schaffe. Von daher, Kommentar aber nicht vergessen, bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.